11 Ausfälle muss die Austria im letzten Spiel des Jahres wegstecken. Dazu traf man mit Sturm auf einen hochkarätigen Gegner, der am Sonntag nichts anbrennen ließ. Die Heimserie der Austria geht zu Ende, aber die Mannschaft wird mit Applaus verabschiedet nach diesem tollen Herbst. Ja, da fällt mir in erster Linie ein, dass ich mir jetzt mal ein paar Tage Zeit nehmen muss, glaube ich, für das Jahr. Das ein bisschen Revue passieren zu lassen, das Ganze sacken zu lassen, weil es ist so viel passiert. Unfassbar, jetzt natürlich direkt nach dem Spiel ist meine Emotion jetzt einmal noch nicht so euphorisiert, wie es eigentlich sein sollte. Man kann sehr viel mitnehmen aus den Erfahrungen der vergangenen Spiele. Einerseits, dass wir definitiv in der Lage sind, ja, in der Liga zu bestehen, dass wir gegen jeden Gegner unsere Chancen haben, dass wir mitspielen können in der Liga. Definitiv ein Ding, das, ja, was Selbstvertrauen gibt fürs neue Jahr, aber andererseits auch jetzt, wenn man die letzten Spiele gesehen hat, ja, müssen wir schon auf 100% sein, wenn wir da ein bisschen runtergehen. Dann wird es sehr schwierig für uns. Heute haben wir auf die Nuss gekriegt. Ich denke, letzte Woche hätte es genauso sein können gegen Wattens. Also wie gesagt, wir sollten schon auf der Hut bleiben und weiterarbeiten, weiter Gas geben, sonst funktioniert es nicht. Aber ja, jetzt da nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern mit Selbstvertrauen dann in die neue Saison. Das ganze Jahr ist irgendwie doch, hat man wenig Zeit gehabt zum Durchschnaufen, zum Durchatmen einmal. Man war immer auf Spannung, immer hat man abliefern müssen. Jetzt einfach einmal runterkommen ist für den Kopf und für den Körper sehr, sehr wichtig. Und im neuen Jahr werden hoffentlich viele Spieler zurückkehren, die wir schon lange nicht mehr sehen durften. Damit bleibt nur noch eines. Ich kann jedem nur schöne Feiertage wünschen, schöne Weihnachtszeit, ruht sich alle aus. Wir sehen uns im neuen Jahr, liebe Grüße.